Du bist besser als der hier. Sehr schön. Haben wir noch irgendwas? Und bist du ein Teleporter zurück? Ja, du siehst auch komisch aus. Eine Armbrust. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Du siehst interessant aus. Also ja, es ist nicht sehr schwer hier. Alles sehr gut machbar. Und wir finden tolle Sachen. Also, super. Obelisk. Und wo sind wir eigentlich? Westlich der Startinsel. Gut schlafen. Einmal durchzaubern. Wasser wandeln. Und gucken wir uns mal die nächsten Insel an. Weil das da könnte glatt einer von den Steinaltären sein für Lunanera. Das wäre ja doch recht schick. So. Ja, ich weiß, ich verschwende gerade Zauberpunkte für Zauber, die ja keinen Schaden machen. Also kann ich wenigstens meine Schnelltaste einfach noch durchdrücken und muss nicht nachdenken. Das ist die Dekadenz des mächtigen Malte Magic Spielers. So. Gott, 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 Gott. Oh, da ist noch ein rosaner. Zoing. Zoing. Hey. Warum hältst du so viel aus? Das war nicht geplant. So, du bist zwar ein Steinkreis, aber du bist nicht der Steinkreis, den wir brauchen. Was bist du? 10 Geschick und Reaktion. Permanent. Was ist... Sehr gut. Wir wollten trotzdem den Steinkreis haben. Und das hier ist dann das Startdorf, richtig? Richtig. Okay. Können wir uns hier nochmal umgucken? Weil eigentlich wollten wir zuerst die Insel ganz erforschen und dann erst woanders hingehen. Der teleportierende Zauberbrunnen hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da hinten war der Tempel des Mondes. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Falsch, hier. Steinmonolithen, ja, die müssen wir finden. Finden die drei Statuen. Moment mal. Lay ist schon aufgestuft. Was genau wollen wir jetzt hier außer die Steinzirkel? Gar nichts, hä? Hm? Okay, ich hatte irgendwie im Kopf, dass Leia auch was machen muss. Aber sie musste ja eigentlich nur die Karte finden, die hierher führt. Danach nichts mehr erstmal. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Ist da eine Wüste? Unser magisches Auge sieht ganz komische Sachen. Wow. Du bist komisch, Gargoyle. Du hältst viel zu viel aus. Und wir haben keine Mana mehr. Das lässt sich allerdings ändern. Oh. Das bringt fast gar nichts. Und macht bei ihm keinen Schaden, okay? Was war das? Gelähmt. Lähmung heilen. Lähmung heilen. Danke. Du 21er Trank. Blitzschlag trifft ihn hoffentlich. Blitzschlag ist aktiviert. Blitzschlag macht 3 Schadenspunkte. 11. Das könnte eine Weile dauern. 16. Du brauchst mehr Tränke. Geschafft. 21. Geschafft. So. Oh. 19. Und kaputt. Sehr schön. Euch kriegen wir mit dem hier tot. Sehr leicht sogar. Schlafen. Länger schlafen. Und Marsches Auge. Zieht langsam doch ein wenig an. Also gerade diese Obsidian... Gargoyle war eine harte Nuss. Verglichen mit den Skeletten und Geistern, die hier sonst so rumspuken. In der Richtung war das, ne? Ja.
Von da sind wir schreiend weggelaufen. Du mach nochmal das da. Und du mach nochmal das da. Und dann gucken wir uns mal die Wüste jetzt an. Das ist doch ein wenig irritierend gewesen. Sogar mit einer Aladdin-Lampe drin. Sehr schön. Ist hier noch irgendwo eine? Ne, ich sehe keinen blauen Punkt. Hallo? Bethold Höhenberg. Feilschmeister. Kann sie noch nicht. Brigham der Sparsame. Lebt in der Brakala-Wüste. Mitglied der Wassermagie. Ich glaube, wenn man hier ankommt, ist man schon überall Mitglied. Der Fluch. Wenn euch der Sumpf und der Nebel nichts ausmacht, ist die Evermorn-Insel ein toller Ort zum Leben. Natürlich ist der Fluch nicht so angenehm. Selbst Geister und Skelette treiben sich auf der ganzen Insel rum. Aber ansonsten bleiben die Nachbarn unter sich. Was zur Hölle? Die Tempel der Sonne und des Mondes kämpfen auch gar nicht mehr so oft gegeneinander. Vielleicht heißt das, dass sie langsam keine Anhänger mehr haben. Ja, sehr interessante Insel. Zwei feindliche Parteien, die quasi abgeschieden sind vom Rest der Welt und die sie immer wieder bekämpfen. Und sehr komische Einsiedler-Nachbarn. Ist das da vorne wieder der Tempel des Mondes? Da kamen wir her. Ja, okay, dann schnuppern wir mal in den Tempel des Mondes ein. Auch wenn wir es für unsere Aufgabe gar nicht brauchen. Schaden kann es nicht. Und der Tempel des Mondes waren die Bösen? Ich denke, beide werden nicht besonders gut sein, aber sie waren wohl mal böse. Und die Sonnenleute waren mal gut und sind inzwischen auch böse. Rainer. Oh, das ist ganz schön runtergekommen. Die laute, unheiligen Gesänge und die Schreie und das Stöhnen der Untoten kann man noch weit entfernt vom Eingang wahrnehmen. Definitiv böse. Okay. Euch hatten wir schon mal bekämpft, in dem Tempel von Bar. Und wir brauchen unbedingt Fackellicht. Spruchrolle. Achso, eine billige Spruchrolle. Warum schießt da jemand? Hier geht's. Wir müssen sehr vorsichtig sein hier. Weil diese Priester oder was das sind, die können sehr viel Schaden verursachen. Auch wenn sie selber nichts aushalten. Oh, oh, hey, 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 hey. Was zur Hölle? War das? Spruchrolle? Warum habe ich jetzt ganz viele Telekinese-Spruchrollen? Das ist definitiv ein Bug. Da hinten ist ein Schalter. Erstmal töten wir euch. Dann benutzt du eine Schriftrolle auf. Das da. Sehr gut. Okay. Stopp. Ich verliere langsam den Überblick. Plus. Dahinter sind Gegner. Der Eingang ist über uns. Nee, ist hier. Okay, also. Wir gehen jetzt hier zurück und versuchen auf der Etage alles aufzudecken. Dann gucken wir. Da geht's runter. Komm, geh zur Tür. Geh nicht wieder zu. Alles klar. So. Keine Priester mehr. Aber sind definitiv mehr Untote als Priester. Das tut irgend. Sehr schön viel Gold. Und Entschärfen plus 15. Ich gebe es ihm einfach mal. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass. Entschärfen. Bonusgegenstände nur dann wirken, wenn man den Skill selber schon hat. Das sieht nicht so schön aus. Mein Fehler. Also das funktioniert schon mal nicht. Dann kann der Ring gleich wieder weg. Der da. Kann verkauft werden.
So. Du heilen dich. Du heilen. Du heilen dich. Und jetzt würden wir ganz gerne durch diesen einen Schlängelgang nach draußen. Wir müssen. So. Schlafen. Alles nochmal neu durchwerfen. So. 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 Und die Quickspells anpassen. Also du hast gerade... Stopp. Du hast keinen Quickspell, weil Verletzen bringt nichts. Du hast auch keinen Quickspell mehr. Das heißt, die beiden werden jetzt keine Zauberpunkte verbrauchen, nur wenn ich von Hand zaubern würde. Weil wir haben gerade gesehen, sonst verballert Lei alle ihre Zauberpunkte für einen Spruch, der keinen Schaden macht. Und wenn wir sie brauchen zum Heilen oder Buffen und was weiß ich, hat sie keine Punkte mehr. Das ist nicht ganz Sinn des Ganzen. So. Können wir das wirklich brauchen? Ein hübscher Silbergürtel. Hält sich in Grenzen. Hier im Geheimgang? Nein. Karte noch kurz größer machen. Hier unten waren wir noch nicht. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Sieht können wir das aus. Wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein? Können wir das wirklich brauchen? 300, können wir das wirklich brauchen? 400. Das Ding ist mir zu groß. So. Das sieht aus, als wenn dahinter ein Gang wäre. Sieht ganz dezent danach aus. Du Heilung. So. Eine kleine Bücherei hinten dran. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes? Erkennen plus 10. Das ist schick, das geben wir mal Gerugon zum Aufbewahren. Das heißt, wenn wir irgendwann mal ein Artefakt finden oder dergleichen, klick, dann kann Talanas erkennen, wenn sie die Schuhe anzieht. Was ich mir auch ein wenig interessant vorstelle. Zieht sich ein paar Schuhe an und dann, aha, das macht das. Aber ja. Ich glaube, damit haben wir jetzt den gesamten unteren Bereich hier aufgedeckt. Wir müssen also zurück durch den anderen Schlängelgang, durch den hier, zum Eingangsbereich, nach, oh warte, und hier nach vorne. Durch die ganzen Reihen von unter unten. Und du solltest dich heilen. Theoretisch könnten wir auch einen Heilzauber bei Lei als Hotkey nehmen. Der Haken dabei ist nur... Wow, was war das? Der Haken dabei ist nur, dass sie dann jedes Mal ein Ziel auswählen müsste. Und das ist doch ein wenig lästig. So, stirb. Oh, du siehst wichtig aus. Und bist jetzt tot. Umhang plus 13 Glück. Achso, das war unser alter Umhang, ne? Mondumhang. Rüstung plus 20... Erhöht den Effekt aller Schattenzauber. Talana, bitteschön. Gott, sieht der lächerlich aus. Ja. Was für Schuhe hast du? Die hier sind besser. So, was haben wir hier? Ein Altar. Okay. Jetzt aber nach oben. Bitte nochmal heilen. Und wo ich den Regenerationszauber gerade sehe, ist das inzwischen ein Gruppenzauber? Nee. Aber er müsste inzwischen schneller wirken. Und Tote, und Tote. Priester. Erstmal die Priester töten diesen Garstiger. Oh, Talana ist tot. Super, oh. Du heil Talana. Warten, ob er kommt. Nö, anscheinend nicht. Heil Talana. Und wieder rein da. Es waren ja nur zwei, drei von denen. Das tut irgendwie weh. So. Alles grün, alles gut. Können wir das wirklich brauchen? Oh, ein Buch. Und zwar ein Anfängerbuch. Oh.
noch ein Geheimgang. Hier gibt es ganz schön viele Geheimgänge. Gottes Wiederherstellen. Hebt alle Zustände wieder auf, außer Tod, Versteinerung, Vernichtung. Und das war's. Das ist ein sehr mächtiger Trank. Du öffne mal das da. Ich werde sie alle töten. Mein Fehler.